5 Tipps, wie man sich als Sprecher verhalten sollte oder was einem hilft. Was ich immer sehr gerne mache, ist auf jeden Fall den Bauch Freiheit zu geben. Wenn keine vernünftige Bauchatmung stattfinden kann, ist man immer kurzatmig und das ist blöd. Und das ist jetzt wirklich nicht anstößig, glaube ich, nur so ein bisschen offen. So, und jetzt hat der Bauch irgendwie ein bisschen Freiheit und dann kann man ordentlich reden. Und was ich immer gerne mache, ist, den Mund aufzuhalten, dass man nicht bewusst das Atmen hört. Also Schnappatmung finde ich besonders nervtötend. Was gut ist, ist auf jeden Fall nicht zu viel Kaffee vorher zu trinken und immer eine genügende Menge Wasser dazu haben, weil Kaffee entzieht Wasser und das hört man dann irgendwann, das schmatzt dann so. Und beim Sprechen immer eine gewisse innere Ruhe zu behalten, auch wenn es ganz hektisch ist. Ja? Was passiert mit dir? Aus der Wunde am Bauch quoll dunkles Blut. Tempi variieren. Also, dass man wirklich irgendwo durchpeitscht vielleicht, weil es dramatisch ist, aber dann auch nicht unwichtig.